Trotz der ganz guten Bilanz zuletzt mussten sich die Meuselwitze anhören. Sie würden zu umständlich spielen. Die Niederlage gegen Jena und das dünne Unentschieden trotz größter Chancen gegen abstiegsbedrohte Fürstenwalder. Die Ergebnisse. Dabei hat der ZFC ja wie Andi Trübenbach Leute, die wissen, wo das Tor steht. Also eigentlich Trübenbachs Doppelpack gegen TB, die Tore 38 und 39 seit seinem Wechsel nach Meuselwitz vor 7 Jahren. Zitat David Bergner, gebürtiger Berliner: Wir haben 2 Punkte verloren. Die Art und Weise war aber vernünftig. Gegen den Berliner AK heute ganz in Weiß muss es im Meuselwitzer Spiel aber wirklich mehr als vernünftig werden, wenn man den noch komfortablen Abstand zur Abstiegszone trotz Staffelreform halten oder noch besser ausbauen will. Die Vorzeichen so lala, denn auf der Zeitleiste muss man schon weit zurückgehen, wenn man einen Sieg des ZFC beim Berliner AK finden will. 9 Jahre und 11 Monate ist das mittlerweile her. Torschütze zum 1:0 damals, übrigens Sebastian Gasch. Trübenbach spielte da noch beim FC Erfurt Nord. Ich kann Ihnen das alles so schön erzählen, weil es passiert, wie Sie sehen, ziemlich wenig in diesem Spiel. Fast eine Viertelstunde lang der BAK im eigenen Stadion, aber zumindest mit ein paar Ideen. Hier ist eine davon. Ben Hatira auf Zehner Lu, der hat Platz, ein bisschen zu viel Platz. Matthias Hamroll mit dem Pfosten im Bunde. Meuselwitz auf 4 Positionen verändert im Vergleich zum Spiel gegen Fürstenwalde. Förster, Hans Jacobi und der gelb gesperrte Becker raus. Dafür Stenzel, Kadritsch, Trübenbach rein. Und Ben Luka Moritz auf der rechten Abwehrseite zurück in der Startelf. Das ist zwar nicht die Abwehr, aber wurscht! Ben Luka Moritz, 1:0 Meuselwitz, sein 2. Regionalligator überhaupt. Das 1. 2020 gegen Energie Cottbus. Den Ausgleichstreffer hat er da markiert zum 1:1 Endstand. So viel zu mittelmäßigen Vorzeichen. 8 Minuten später, ob aus dem Spiel heraus oder per Standard, der BAK ist gefährlich. Hamroll verschätzt sich gewaltig, Jasula. Hui. Das ist schon durchaus schwer gewesen, den Ball aus der Distanz an den Pfosten vom Footballtor zu setzen. Seit November ist irgendwie der Wurm drin beim BAK. Nur 4 Siege aus 14 Spielen für die Mannschaft von Neutrainer Benjamin Duda, der seit Januar die Geschicke auf dem Platz leitet. Von Platz 1 abgerutscht auf 6. 15 Minuten noch in Hälfte 1. Wir wechseln mal wieder die Spielrichtung. Meuselwitz nach dem Führungstreffer mutiger im Spiel nach vorn. Über Ben Luka Moritz definiert den rechten Verteidiger neu auf der Außenbahn. Backer mit der unfreiwilligen Vorlage für Trübenbach. Direktabnahme schön, Zielgenauigkeit weniger schön. Pause im Poststadion, die Führung für den ZFC durchaus überraschend und mindestens ebenso gute Laune verbreitend, dank Ben Luka Moritz. Der Berliner AK geht mit sehr viel Engagement in die 2. Hälfte, setzt Meuselwitz enorm unter Druck. Zeh-Nullahu, Zweitliga-erfahrener Mittelfeldakteur, vor allem in den Diensten von Union Berlin, mit der 1. guten Möglichkeit für den BAK, auch wenn der dann doch ziemlich weit daneben ging. Nur 2 Minuten später wieder die Berliner, diesmal per ruhendem Ball, aber irgendwie scheint es, als hätte Meuselwitz die Umständlichkeit des Seins der letzten Wochen an den BAK abgegeben. Fatih Baka versucht es mit dem Hinterkopf. 63. Minute. Die Zipsendorfer allerdings in der 2. Hälfte nur noch mit gelegentlichen Vorstößen Richtung BAK-Tor. 70. Minute. Hier muss ein Freistoß für Gefahr sorgen. René Eckert jubelt nur kurz. Abseits ist angezeigt. Aus keiner Kameraperspektive so richtig zu erkennen. Wir glauben mal dem Schiedsrichtergespann um Christian Albert. Es flogen keine Becher. Mit der Entscheidung konnten offenbar alle im Poststadion ganz gut leben. Die Schlussphase. Es geht vor allem von links nach rechts. Situation scheint bereinigt. Der BAK bekommt aber noch die 2. Chance über Lemmel. Schulz mit der Flanke zu weit vors Tor, aber Hamroll verschätzt sich wieder. Ja, das war noch mal brenzlig. Hamroll nicht immer mit dem allersichersten Auftreten heute. Das die letzte ernsthaftere Möglichkeit für die Berliner, die letzte Chance im Spiel hat aber Meuselwitz. Der eingewechselte Jacobi auf den eingewechselten Jagupov. Kulke, okay, das war nicht umständlich, das war einfach ein bisschen Pech. Dem ZFC kann es egal sein. Meuselwitz gewinnt mal wieder. Zur Freude natürlich auch von Andi Trübenbach, der nach 70 Minuten zugunsten von Benjamin Förster die Daunenjacke anziehen musste. Nach der Staffelreform sind die 3 Punkte gleich mal doppelt viel wert.
Also es war vor der Saison klar, dass es so reduziert wird. Es war jeder Mannschaft auch bewusst, dass jetzt natürlich jeder seinen eigenen Vorteil sieht. In Mannschaften, die jetzt vielleicht dagegen auch gestimmt haben, ist auch normal. Aber ich glaube, man sollte sich der Mehrheit beugen. Und ich glaube, es tut dem Fußball in dieser Regionalliga gut, wieder aus einer 18er Staffel raus zu starten. Ich glaube, wir haben es letzte Woche auch gesehen, englische Wochen ist in dem Bereich schon sehr, sehr ambitioniert. Und deswegen denke ich, ist sie die absolut korrekte und richtige Entscheidung. Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, wo der Gegner nicht so richtig wusste, wie sie gegen uns spielen sollen. Da waren wir schön eklig, wie das sein muss auswärts, haben uns belohnt mit einem Tor. Und zweite Halbzeit, ja, wussten wir, dass die Berliner nochmal kommen werden, haben ein bisschen umgestellt, aber wir haben richtig gut als Einheit verteidigt und von daher müssen wir vielleicht hinten raus mal noch das zweite machen, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, aber 1-0 ist ein super Ergebnis für uns. Alles oder zumindest vieles haben die Meuselwitzer heute richtig gemacht nach der Führung, sich dem Ansturm des BAK erwehrt und so nehmen sie vollkommen verdient die 3 Punkte mit zurück nach Thüringen.